Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal im Sunset Challenge Break mit dem LU und mit mir. Perfekt. Ah ja, Milo ist einfach aus. Moin. Servus. Moin. So, und jetzt mache ich da weiter, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Piss dich. Bleib Jackson. So. Ey Leute, wir haben das ist mit der Halle erklärt. Es war nicht die von vorher, aber irgendwie habe ich es nicht. Hier stehen jetzt die Strohballen, hier drüben kann Heuballen stehen. Obwohl ich kein Heuballen mache, aber egal. So, Domi, du wolltest was von mir? Ja, ich bin auf deinem Hof, komm zum Hof. Okay. Du willst mir den Traktor verkaufen, bloß den Ladewagen. Ja, und dir das Stroh kannst du behalten. Na, es geht's darum, du wolltest mir Mist anbieten. Warte kurz, wir gehen kurz hoch. Ah ja. Ich muss einfach auch mit hochgehen. Piss dich! Er hat mich hochgeschoben. Wow. Wow. Jo, so meine lieben Freunde. Da haben wir... Was war ich? Hä? Ach so. Das waren eben 12k und jo, wow, so, dann fahren wir eben wieder auf den Hof. Wie viel hat der Hänger gekostet? Oh. Wie viel Kredit haben wir jetzt noch? 85.000? Das passt, ey. So, dann müssen wir mit dem Ladewagen weitermachen. Der Bremsweg. Genial. So. Was ist denn da heute los? So, der Lader, schauen wir mal kurz. So, dann geht's wieder auf den Hof, dann müssen wir das Gras wieder sammeln. Ah ja. So, dann schauen wir gleich mal weiter. Jojo, jetzt sind wir wieder auf dem Hof. Und gehen wir uns gleich den schnappen. Das Gras weiter aufsammeln. So.
Dann sammeln wir das hier nochmal auf. So, dann schauen wir gerne mal weiter. Und dann war's das. Ist denn da los? So. So. Wow. Auf jeden Fall werden wir da weitermachen. So, dann fahren wir am Laufe zum anderen Hof. Zum anderen wissen wir nicht. Wenn man vom Teufel spricht. Hey Chrissy, mein kleines Kind, es tut mir leid, dass es so lange dauert, aber Abi muss noch ein paar Aufnahmen machen. Komm gleich hoch. Hallo? Hallo? Ja, ist ja wieder Murzen. Ein Angebot. 16.957. Für was? Beide Felder spritzen. Ja, 16.957.
Überlegst hier bei mir 200 warte mal, für zwei Felder. Warte mal kurz. Alter, jetzt berechne mir mal, was alles in dieser Rechnung drin ist. Ist ja auch drin, dass du deine Mittagspause hast, dass du zum goldenen M noch fährst oder Dönerbude. Oder ist ja vielleicht sogar halber Arbeitslohn drin. Ja, ich sag mal, wir haben ja jetzt auch schon 19.28 Uhr. Am Abend, und ich fahre um 19 Uhr Überstunden machen. Ich fahre um halb. Pflanzenschutzmittel. Ich fahre um halb. Leuchten Felder. Junge, ich fahre um halb acht, fahre ich hier Mist durch die Gegend. Und damit es mir was da anfangen ist, ist es gleich. Das halb ja acht. Das Problem hast du auch, musst du auch immer Feierabend haben, ne? Alter, willst du mich verarschen? In dem Leben gibt's keinen Feierabend. Also, ich könnte Ihnen ein Angebot machen. Ich gebe Ihnen die Spritze. Und wie viel wird kosten, wenn ich selber spritze? Du spritzt selber für 457. Mache ich. Gut. Stell dir das den Zeug an. Ist drin, oder? Pflanzenschutz. Zeug haben wir drinne. 600. Perfekt, mach ich so. 400 bis 500 fertig, Alter. So. Yeah. Der steht bereit, der Trecker. Perfekt. Ja, danke. So, Chrissy, wir können LU. Jetzt wieder hochgehen. LU, ihr habt einen neuen Auftrag. So, tut mir leid, dass du so lange warten musstest, mein kleines Kind. Aber du weißt halt die Geschäfte. Hallo? Hallo? Ja, ich bin da, ja. Ich hoffe, du musst es nicht zu viel heulen, wo ich weg war. Hä, laber doch nicht, ich hab da mal Geschäfte gemacht. Mit was denn, mit dem Baum oder was? Na, schauen Sie auf mein Konto. Ja, weniger Geld als ich. Also so gute Geschäfte könnten es anscheinend nicht sein. Schön für Sie. Ja, ich verkauf gerade Mist. Schön. Schön, oder? Hm. Scheiße, ich war am Zaun. Es war durchgefahren, Junge. Sag mir Sie an den... Warte kurz. Sieht wohl nicht so selten. So, Herr Chrissy. Hm? Ich hoffe, es war nicht so schlimm, dass ich Sie noch mal kurz allein gelassen habe. Ich muss hier kurz den Leuten zeigen, dass ich Drehschimmel rückwärts fahren kann. Mhm. Perfekt. Ich glaube, es war nicht so schlimm für Sie. Mhm. Übrigens, Ihre Sojabohnen rüberfahren. Ich hoffe, das war nicht so schlimm für Sie. Spaß. Dann Schalatz. So, meine lieben Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst so gerne ein Like da, schreibt einen Kommentar. Und falls ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr das auch gerne machen, um mich zu unterstützen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.